Also bei mir ist das Problem, dass ich mehrere Krankheitsbilder habe. Krebs, Lendenwirbelsyndrom, meine Leber ist sehr zerstört und nebenbei halt noch so kleine Wehwehchen. Und wenn ich für alles Medikamente nehmen müsste, würde das meine Leber einfach nicht mitmachen. Das ist der Grund, warum Claudia Russo Cannabis aus der Apotheke erhält. Nicht als Droge, sondern als Schmerzmedikament. Ein-, zweimal im Monat holt sie sich ihre Hanfmedizin, immer wenn sie sich's leisten kann. Dazu gehört eine ganze Menge Papierkram. Die behördliche Erlaubnis muss da sein, etliche Stempel und Unterschriften sind erforderlich. Und das ist jetzt das wertvolle Cannabis? Ja, genau. 5 Gramm für 75 Euro. Auf dem Schwarzmarkt würde eine entsprechende Menge Gras nicht mal die Hälfte kosten. Andere Schmerzmittel wie Opiate wären ungleich teurer. Trotzdem zahlt die Krankenkasse nicht für das Cannabis. Ihr monatlicher Bedarf würde in der Apotheke über 1000 Euro kosten. Das kann sich Claudia Russo nicht leisten. Deswegen schöpft sie auch nie die Menge Cannabis aus, die sie normalerweise eigentlich beziehen könnte. Und es ist wirklich so, dass sie eben dann Bescheid gibt, wenn sie dann eben das Geld hat und dann zu uns kommt und es dann bestellt. Patienten, die ganz legal Cannabisblüten beziehen dürfen, gibt es nur knapp 300 in Deutschland. 3 von ihnen haben gerade gerichtlich durchgesetzt, dass ihnen der Eigenanbau nicht grundsätzlich verboten werden kann. Auch Claudia Russo will klagen, auf Erstattung ihrer Ausgaben. Mittlerweile ist sie zur Cannabis-Spezialistin geworden. Sie publiziert im Internet, kocht mit Cannabis, verarbeitet es zu Ölen. Für sie ist es, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lebensmittel. Cannabis bringt dazu in so eine Balance, macht die Knochen ein bisschen relaxter. Also man muss sich das vorstellen, ich habe einen Grundschmerz, der immer da ist. Und auf diesem Grundschmerz sitzen mehrere Schmerzpunkte, die sich... Schmerzmedikament hat sie dann lange vergeblich professionelle Hilfe gesucht. Ich habe 1,5 Jahre einen Arzt gesucht, der überhaupt fähig war, mit mir über Cannabis zu sprechen. Weil die waren ja alle, oh mein Gott, Cannabis kann ihre Gesundheit schädigen, nehmen sie lieber noch 10 Tabletten. So, also paradoxerweise. Und ja, dann fand ich meinen Onkel. Für mich war das wie so ein Engel, der mit einmal runterkam. Hey, ich kann mit dem Arzt über Cannabis sprechen. Mit uns will der Arzt von Claudia Russo nicht sprechen. Stattdessen besuchen wir einen Potsdamer Schmerzspezialisten. Knut Gastmeier ist ein Vorkämpfer für den Einsatz von Cannabis als Medikament. Er behandelt schwerkranke Menschen, die unter schlimmen Schmerzen leiden. Hier Frank Kraus. Er hatte Zungenkrebs. Nach der Chemotherapie konnte er kaum noch Nahrung zu sich nehmen. Cannabis rettete ihn vor dem Verhungern. Das Medikament hat zahlreiche positive Wirkungen. Ja, es kann auf die Psyche wirken, es kann auf den Appetit wirken, es kann auf die Entspannung wirken, es kann antidepressiv wirken, es kann schmerzlindernd wirken, je nachdem, für welchen Zweck er das Mittel einsetzt. Wir kämpfen hier für eine medizinisch sinnvolle Substanz, die ergänzend hervorragend wirken kann. Sie wird allein viele Probleme nicht lösen können, aber im Einzelfall ist das eben eine sehr gute Ergänzung, die wesentlich weniger problematisch ist als die starken Opiate. Henry Grotkopp leidet unter chronischen Rückenschmerzen. Auch er steht vor dem Problem, das Cannabis-Medikament kann er sich nicht leisten. Kann nicht sein, dass es so teuer ist. Die Kassen zahlen nur in besonderen Einzelfällen. Der heiße Tipp an seine Patienten, erzählt uns Dr. Gastmeier, wäre eigentlich, fragt doch mal eure Kinder. Letztendlich ist es der einfachste Weg für irgendjemand, an Cannabis ranzukommen, indem man es über den Schulhof geht. Das ist eine Möglichkeit, die völlig die Situation konterkariert, weil ja eben leidende Patienten mit einem
mächtigen Aufwand, mit einer mächtigen Bürokratie und in der Regel eigentlich dieses als Medikament sinnvolle Mittel nicht erhalten, wenn es auf der anderen Seite Minderjährigen in unbegrenztem Maße zur Verfügung steht. Auch der Cannabisbedarf von Claudia Russo ist größer, als es ihr Geldbeutel zulässt. Nicht zuletzt deswegen verkündet sie ihre Botschaft bei jeder Gelegenheit. Am Anfang war ich halt auch die Frau mit dem Marihuana. Und heute stecken mir die Omis wirklich heimlich Bonbons zu, so Kräuter halt Bonbons, und fragen mich, wo ich das denn herkriege, dieses Marihuana, weil die gehört haben, das hilft gegen Arthritis. Am liebsten würde sie antworten, gehen Sie doch in den Coffeeshop oder besser Cannabis-Store in Ihrer Nachbarschaft. Wie der aussehen könnte, davon hat sie eine genaue Vorstellung. Also es soll wirklich so ein Fachgeschäft mit Aufklärung sein. Es soll kein hier habt ihr Weed, das würde ich nicht gutheißen, sondern wirklich ein Shop mit Aufklärung, wo auch die Omi hinkommen kann wegen ihrem Rücken und auch gerade 18-Jähriger, weil er Geburtstag hat am Wochenende und feiern will mit seinen Atzen und sich dann da beraten lassen möchte. Also wie so ein Weinfachhandel für Cannabis. Also. Landeskriminalamt Berlin, Kriminaltechnik 41. Täglich liefern die Fahnder hier Cannabis an. Mal kleinere Mengen von der Straße, mal säckeweise Plantagenmaterial. Mehrere hundert Kilo werden hier pro Jahr untersucht. Am Ende landen die Drogen dann in der Verbrennungsanlage. Im Labor geht es zuvor um die rauscherzeugenden Wirkstoffe, um das THC und die Cannabinoide, die im Computer angezeigt werden. Wenn man unten sich die tabellarische Ansicht anguckt, da erscheint ein prozentualer Wert. Das ist der Wert der Wirkstoffe in Gewichtsprozent. In dem vorliegenden Fall war es deutlich unter 10 Gewichtsprozent. Das heißt, der Gehalt von deutlich unter 10% deutet auf ein Material hin, was nicht sehr hochwertig ist. Der Wirkstoffgehalt ist das entscheidende Kriterium für Staatsanwaltschaft und Gerichte. Heißt, danach bemisst sich, welche Strafe Beschuldigte zu erwarten haben oder ob das Ermittlungsverfahren vielleicht eingestellt wird. Deswegen sind die Analysen des LKA-Labors so wichtig. Es kommt immer wieder vor, gerade bei Plantagen, dass sehr saftige, dicke, große Blütendolden gezüchtet werden, die auch Lockergehalte von deutlich über 20 Gewichtsprozent THC enthalten. Das ist sehr viel. Welche Bruttomengen als geringe Menge meist straffrei bleiben, dazu hat jedes Bundesland unterschiedliche Regelungen. In Berlin gelten 10 bis 15 Gramm Marihuana oder Haschisch als geringe Menge, in Brandenburg ca. 6 Gramm. Und selbst wenn es mehr ist, gibt es oft sehr milde Strafentscheidungen. Es nimmt kein Ende. Die Cannabisschwemme ist nicht zu stoppen. Frustriert das nicht? Natürlich ist es bei uns Sachverständigen und auch bei den Mitarbeitern immer wieder eine Frage, wozu machen wir das Ganze, wenn es eingestellt wird, wenn es überhaupt nicht zur Anklage kommt, wenn derjenige ein paar Sozialstunden kriegt oder ähnliches, wenn man es denn dann erfährt. Aber es kommt immer wieder die Motivation auf zu sagen, okay, aber wenn man dann doch hört, es gibt ein Urteil, es gibt auch ein etwas stärkeres Urteil, vielleicht auch eins mit Signalwirkung, dann keimt wieder die Hoffnung auf, dass die Arbeit dann doch nicht nur für den Papierkorb gedacht ist. Die Kriminaltechnikerin ist eine überzeugte Legalisierungsgegnerin. Die Coffeeshop-Pläne hält sie für eine Schnapsidee. Cannabis ist und bleibt auch eine Einstiegsdroge. Wenn ich in Kontakt mit Cannabis komme, komme ich in Kontakt mit entsprechenden Dealern, mit entsprechenden Händlern. Wäre bei der Legalisierung gar nicht der Fall. Das mag sein, aber wenn ich denn dann trotzdem abhängig bin, wer sagt mir denn, dass ich nicht trotzdem auf die Idee komme, jetzt reicht mir der Cannabisrausch auf einmal nicht mehr aus, jetzt will ich was anderes haben. Und dann falle ich wieder in die Illegalität, weil ich auf die Idee komme, Cannabisrausch kann ich ständig haben, ist aber viel zu harmlos, ist viel zu seicht, bin weich gespült. Jetzt will ich einen anderen Rauschzustand und dann greife ich doch zu anderen Drogen. Es ist definitiv immer noch eine Einstiegsdroge. Klar ist, immer mehr Menschen konsumieren Cannabis. Und immer mehr Menschen nehmen bekifft am Straßenverkehr teil. In Berlin hat sich laut Polizei die Zahl der Unfälle unter Cannabis-Einfluss seit 2004 verzehnfacht. Trotzdem, Alkohol bleibt im Straßenverkehr der deutlich höhere Risikofaktor. Für Nadia El-Kadra kein Grund, liberaler mit Haschisch und Marihuana umzugehen. Menschen trinken zu viel, fahren Auto, fahren andere tot, verursachen Verkehrsunfälle, fügen anderen Leid zu. Menschen konsumieren auch Cannabis und fahren Auto und kriegen gar nicht mit, wie beeinflusst sie sind.
fahren andere tot, verursachen Verkehrsunfälle und fügen anderen Menschen Leid zu. Wenn ich jetzt noch diese Droge auch noch legalisiere, weil sie ja ach so harmlos ist und nichts bewirkt, dann sorge ich dafür, dass Menschen, Jugendliche, die vielleicht nicht zu Cannabis greifen, weil sie Angst haben, kriminell zu werden, auch dazu greifen. Wenn man das erntet und es hat vielleicht auch ein bisschen nassen Morgentau liegt drauf, dann riecht das ganz wunderbar. Kalifornien? Afghanistan? Nein, Uckermark. Hanf, soweit das Auge reicht. Was hier wächst, landet später nicht im Joint, sondern in Wänden und Dächern als Dämmstoff. 1996 hat Rainer Nowotny die Hanffaserfabrik gegründet. Nowotny ist Mathematiker. Für seine Geschäftsidee hat er eine ganz einfache Rechnung aufgestellt. Ja, was möchte man im Leben machen? Ja, man möchte, natürlich möchte man die Welt verändern. Naja, das ist aber schwierig. Man möchte was Neues machen. Man möchte was Modernes machen. Man will auch was Ökologisches machen. Man will den Fußabdruck positiv gestalten, den man hinterlässt. Wenn man die ganzen Sachen zusammenrechnet, da kommt unwillkürlich Hanf raus. So bin ich drauf gekommen. Noch heute hat die Hanffaserfabrik Pionierstatus in Deutschland. 5000 Tonnen werden hier im Jahr verarbeitet. Die Produkte reichen von ökologischen Dämmstoffen bis hin zum Katzenstreu. Es geht um die Faser, nicht um den THC-Gehalt. Die Cannabispflanzen auf dem Feld, die können keinen Rausch erzeugen. Und natürlich kommen Jugendliche her, fahren mit Fahrrad rein, pflücken sich was ab, zeigen es zu Hause. Vielleicht versuchen wir mal zu rauchen, es ist völlig sinnlos, das zu rauchen, aber Gottchen, Versuch gehört dazu. Wenn Deutschland die Gesetze ändern würde, klar würde er dann auch für andere Nutzungsarten Hanf herstellen. Dann auch mit Wirkstoff. Wenn wir uns mal darauf einlassen sollten, dann sicherlich nicht auf dem freien Acker, sondern auf dem Gewächshaus. Schon allein aus Gründen des Jugendschutzes und der gesetzlichen Gebote, die ich auch verstehe und gutheiße. Wir haben auch die Erfahrung, denke ich, in größerem Maßstab unkontrolliert vor allem zu machen und anderen Dingen, bürokratischen, sehr vielen bürokratischen Hürden. Wir werden ja sehr stark kontrolliert, auch jetzt schon. Und das ist also für uns überhaupt kein Thema. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Die Hanffaserfabrik also als künftiger Lieferant für einen Coffeeshop? Ein Coffeeshop in Kreuzberg ist sicherlich eine Methode der Entkriminalisierung von Hanf. Und Hanf braucht nicht kriminalisiert zu werden. Und da ist, denke ich, jede Methode ganz gut. Und in Holland scheint es zu funktionieren. Und wenn es gut funktioniert, warum soll man sich in Deutschland machen oder in Berlin? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wirklich eine gute Idee? Fragen bleiben. Würden nicht die Krankenhäuser noch mehr Psychosepatienten haben? Die Anwohner in Berlins Partyarealen über noch mehr Bekiffte stöhnen? Die Polizei jedenfalls müsste Parks nicht mehr nach Cannabis durchforsten. Claudia Russo hätte weniger Papierkram und weniger Geldsorgen. Der Kreuzberger Coffeeshop-Antrag wird wahrscheinlich abgelehnt. So wie alle anderen. Dem Bezirk bliebe dann nur noch der Klageweg. Wie weit reicht das Recht auf Rausch? Es könnte sein, dass in dieser Frage wieder mal das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort hat.